neue Jahr rum und Silvester steht schon vor der Tür. Wie ist es denn bei euch? Wird da in der Gegend viel geböllert und geknallt? Also bei uns schon relativ viel, aber Coco und Nanyu sind immer total entspannt. Und deswegen haben wir uns gedacht, geben wir euch mal ein paar Tipps, was wir so machen, damit es für die Katzen stressfrei und vor allem auch sicher ist an Silvester. Fangen wir mal an mit der Sicherheit. Falls ihr eine Freigängerkatze habt, solltet ihr sie an einem Silvestertag und auch an Neujahr, wenn es geht, nicht rauslassen, weil einfach viele Leute immer vorher schon Böller abschießen oder auch an Neujahr noch einige Böller rumliegen, die vielleicht teilweise auch noch gar nicht gezündet haben. Und deswegen ist es ganz gut, da nochmal einen Tag abzuwarten. Wenn ihr zu Hause feiert, dann solltet ihr natürlich auch ein paar Sicherheitshinweise beachten, zum Beispiel die Dekoration. Es gibt einige Girlanden aus Aluminium oder so, die sind für eure Katze sehr gefährlich, aber auch interessant. Also mit Sicherheit hat sie Interesse, das zu fangen, damit zu spielen, drauf rumzubeißen. Deswegen lieber vielleicht Papierluftschlangen verwenden. Das hat sogar den Vorteil, dass die Katze danach noch damit spielen kann. Ganz, ganz wichtig ist natürlich, dass ihr Alkohol wegräumt, wenn ihr dann ins Bett geht. Alkohol ist für Katzen sehr gefährlich. Und wenn ihr die leeren Gläser und leeren Flaschen einfach stehen lässt, kann das dann auch doofe Folgen für eure Katze haben. Ganz gefährlich sind zum Beispiel auch Weintrauben. Die isst man ja gerne mal an Silvester, vielleicht mit so Käsewürfeln. Also die auch wegräumen oder überhaupt andere Lebensmittel auch, die für eure Katze ungesund sind. Ja, soweit zur Sicherheit. Jetzt kommen wir aber auch nochmal zu dem Stressfreien. Um eure Katze zu beruhigen, könnt ihr natürlich so ein Feliweh-Zerstäuber in die Steckdose tun. Das solltet ihr aber 1 bis 2 Tage vor Silvester schon machen, damit sich eben dieser Duft überall verteilen kann und eure Katze sich dran gewöhnt. Wer jetzt nicht weiß, was Feliweh ist, ich setze euch das nochmal in die Infobox. Natürlich sind auch Bachblüten möglich, da solltet ihr euch aber vorher gut beraten lassen. Was viel wichtiger ist, ist, dass ihr an Silvester und auch davor selbst ruhig bleibt. Also es bringt nichts, wenn ihr jedes Mal, wenn irgendwo schon ein Vorböller losgelassen wird, dass ihr dann anfangt, euch aufzuregen oder zu gucken, was die Katze macht oder wie auch immer, weil eure Katze beobachtet euch und sie kriegt das mit, wenn ihr gestresst seid. Deswegen ist es gut, wenn ihr einfach ruhig und relaxed bleibt. Ihr könnt es ja sowieso nicht ändern. Ja, und wenn dann der Zeitpunkt gekommen ist, 24 Uhr, dann ist es auch so, dass ihr ruhig bleiben solltet. Am besten lasst ihr Radio oder Fernseher an, dass es nicht ganz so still ist. Und wir machen es auch immer so, dass wir Coco und Nanyu ablenken. Das heißt, wir spielen dann um 24 Uhr mit denen irgendwas ganz Spannendes, sodass sie es überhaupt nicht mitbekommen zunächst, dass draußen dieses Feuerwerk ist. Wir haben auch immer viele Rollläden runter, also fast alle. Aber einen Rollladen zur Straße, den haben wir oben, damit sie auch sehen können, was denn da draußen passiert. Weil es ist schon gruselig, wenn man auf einmal irgendwas hört und man weiß gar nicht, woher kommt das eigentlich. Und letztes Jahr war es sogar so, dass Coco und Nanyu auf der Fensterbank gesessen haben und haben sich das Feuerwerk dann gemeinsam angeguckt. Und wenn es so ist, dass eure Katze total relaxed ist, dann könnt ihr ihr auch Leckerli geben, weil sie dann eben dieses Feuerwerk und die Situation mit etwas Positivem verbindet. Und dann entstresst das sowieso oder Stress kommt in der Art auch gar nicht auf. Sollte eure Katze allerdings Angst haben, dann bietet ihr Rückzugsmöglichkeiten. Irgendeine Kiste oder macht eine Decke über den Stuhl, dass sie sich darunter verstecken kann. Und dann auch ganz wichtig, wenn sie irgendwie flüchtet und sich versteckt, geht ihr nicht hinterher oder guckt nicht, wo sie ist. Sprecht sie dann auch nicht zu sehr an, sondern lasst ihr die Ruhe, die sie braucht. Bietet ihr dann vielleicht auch wieder was zu spielen an, aber bedrängt sie nicht. Und nehmt sie vor allem auf keinen Fall auf den Arm. Das ist für sie dann totaler Stress und kann für euch auch ganz schön unschön sein, wenn sie euch dann kratzt. Ja, das sind so die Tipps, was wir machen an Silvester. Wir hoffen, dass wir euch da vielleicht die ein oder andere Idee noch geben konnten. Wünschen euch entspannte Silvester und einen ganz tollen Start in ein spannendes neues Jahr. Und ansonsten, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über einen lieben Kommentar, über einen Daumen hoch und ganz besonders, wenn ihr uns abonniert. Bis zum nächsten Mal und einen guten Rutsch. Tschüss!